Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir tatsächlich wieder ganze 4 Telefonate, die unseriöser nicht laufen könnten. 4 Trading-Betrüger und 4 Betrüger vom angeblichen Aktienmarkt, die euch Finanzprodukte verkaufen möchten. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesen neuen Telefonaten. Ja. Hallo, guten Tag, Frau Hodebsack. Herr Hodebsack. Und sind Sie bekannt mit Ella Hodebsack, oder? Was? Sind Sie bekannt mit Ella Hodebsack? Ja, das bin ich. Ah, wunderbar. Mein Name ist Alex Wagner, ich bin Ihr persönlicher Account Manager. Sie haben Ihre Kontaktdaten hinterlassen bei unserer Werbung Bitcoin System. Und wen wollten Sie genau sprechen? Mein Name ist Alex Wagner. Ich bin Ihr persönlicher Account Manager. Und wen wollten Sie sprechen? Es geht um Bitcoin System. Sie haben für zusätzliches Einkommen interessiert, ja? Ja, aber wen wollen Sie denn da sprechen? Mein Name ist Alex Wagner. Ja, und mein Name? Ella Hodensack. Ella Hodensack, ja genau. Wunderbar. Sagen Sie mir bitte, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Mit Hodensäcke oder mit was jetzt? Was ist denn Bereich? Wie bitte? Ja, welchen Bereich denn? Mit Auto-Trading, Online-Handel. Sind Sie Ella Hodensack, ja? Ja, Ella Hodensack hier. Sind Sie Ihre Frau? Nee, ich bin nicht meine eigene Frau, das geht nicht. Moment mal. Was soll ich denn momenten? Sind Sie noch dran? Hallo? Hallo. Schönen guten Tag. Ja, was denn? Es geht ja darum, Sie haben ja Ihre Kontaktdaten vor kurzem hinterlassen, ja, auf einer unserer Werbung. Hier ist der Stefan Rausch, Abteilungsleiter, Schuhinvest. Ja, und warum ist der andere jetzt weg? Weil er hat an mich, ich habe abgenommen, ich bin Abteilungsleiter und ich kann ihn wohl besser weiterhelfen. Aber warum ruft denn der andere an? Sie haben Ihre Kontaktdaten auf einer unserer Werbung hinterlassen. Es ging darum, wie man heutzutage mit Kryptowährungen, mit dem automatisierten Handelssystem zusätzliches Nebeneinkommen verdienen kann. Geht ja schon wieder absolut höchst seriös los. Da ruft mich der eine an und der andere geht dann einfach danach ans Telefon, ohne dass ich als Kunde darüber informiert werde. Tja, also mit Datenschutz hat das ja wohl überhaupt nichts zu tun. Und davon mal abgesehen, der Krach da im Hintergrund, na, der ist ja auch schon wieder sehr utopisch. Da weiß man doch direkt, in was für einem Callcenter man da gelandet ist. Definitiv bei keinem wirklichen Finanzunternehmen, sondern einfach nur in irgendeinem betrügerischen Callcenter. Ich verstehe jetzt nicht, wieso jemand anderes jetzt auf einmal in der Leitung ist. Weil ich bin der Abteilungsleiter, ich habe übernommen. Ja, aber warum denn? Weil ich es wollte, ich wollte mit Ihnen persönlich sprechen. Ach so. Und der andere kann das nicht. Ja, weil man dachte, man hat nicht verstanden, ob eine Frau oder ein Mann dran ist. Ach so. Von der Stimme her. Ja. Und da gibt man dann einfach das Telefon weiter. Ja. Aha. Ja, Herr Hodebsack, jetzt im Ernst, Sie haben sich interessiert, ja. Hallo? Ja. Ja, warum sprechen Sie nicht? Oder möchten Sie mit dem Herrn Wagner sprechen? Ja. Ja, dann sprechen Sie mit dem Herrn Wagner. Alles Gute, viel Erfolg. Ja. Ja, hallo. Hier ist Alex Wagner. Mhm. Sagen Sie mir bitte, sind Sie Ella Hodensack, oder? Na, das hatten wir doch jetzt schon geklärt. Und, wie bitte? Ja, wo ist denn da jetzt das Problem? Kein Problem, ich möchte mit Ella Hodensack sprechen. Sie haben Ihre Kontaktdaten hinterlassen in unserer Werbung. Ja, das haben wir ja schon geklärt. Ja, genau, und was? Sie haben für zusätzliches Einkommen interessiert, ja? Ja. Uh-huh.
Und haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Onlinehandel, Kryptowährungen, Aktien? Nee. Okay, dann erzähle ich, wie funktioniert das überhaupt? Aha. Nachdem wir Ihr Account aktiviert haben mit einer minimalen Summe, bekommen Sie einen persönlichen Analytiker, der Personalberater und für Sie zuständig sein wird. Das heißt, Sie bleiben nicht alleine und mit Ihnen zusammen den Handel betreibt. Ja. Und wenn Sie aus welchen Gründen auch immer verhindert sein sollten, an dem Handel selbst teilnehmen zu können oder einfach selber es nicht lernen wollen, können wir auch unter Vermögensverwaltung aufnehmen. Und mit monatlicher Profit von 15-30% auf Ihre Investition. Und wie viel möchten Sie pro Monat verdienen? Ja, so viel wie geht. Wie viel kann man denn im Monat verdienen? Okay, ich habe verstanden. Und was machen Sie beruflich? Aber Sie haben nicht geantwortet, wenn Sie die Frage verstanden haben. Wie bitte? Ich habe akustisch nichts verstanden. Ja. Sie haben nicht geantwortet, wenn Sie die Frage verstanden haben. Da fehlt noch die Antwort. Ganz genau. Jemand vom Finanzmarkt ruft an und versteht nicht, was ihr gesagt habt. Sagt dann einfach, aha, ich verstehe, und macht dann weiter in seinem Programm, ohne die Frage zu beantworten. Mysteriös. Ja, da weiß man doch ganz genau, dass das kein vernünftiges Unternehmen gewesen sein kann. Ich verstehe immer nicht, was das soll. Die rufen einen an, wollen einen Finanzprodukte verkaufen, tun dann so, als hätten sie einen verstanden und machen einfach weiter in ihrem Skript. Das ist doch nicht normal. Also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe einfach nicht, wie die überhaupt irgendwie was verkaufen konnten. Oder können grundsätzlich. Schon alleine, dass man hier einfach weitergereicht wird. Zum nächsten Mitarbeiter, weil man selber die Fragen nicht beantworten kann oder nur, weil man sich jetzt nicht sicher ist, ob man eine Frau oder einen Mann dran hat. Denn es ist einfach nur komisch. Der angebliche Manager oder Leiter oder was auch immer er da darstellen wollte, hat sich ja nicht mal vorgestellt. Übernimmt einfach das Gespräch. Und keinen interessiert's. Tja, also schon absolut komisch. Da findet man keine Worte für. Ich weiß es nicht. Ich bin da immer wieder selbst schockiert, wie das so funktionieren kann. Tja, die machen das halt auf Masse. Die rufen einfach so vielen Telefonnummern an, wie sie haben. Und irgendwer wird schon Ja sagen. Das ist wohl letztendlich das, ja, der Hintergrund der Masche. Ich weiß es nicht genau. Schauen wir mal ins nächste Gespräch, wie das so läuft. Hallo? Ja. Guten Tag, spreche ich mit dem Herrn Felix? Was? Spreche ich mit dem Herrn Felix, Flipsetzkake. Ja. Ich heiße Mia. Ich melde mich von der Firma Forex Time, weil Sie haben eine Anmeldung bei uns gemacht. Es geht hier über Online-Trading und ich werde ein paar Informationen erstmal geben. Ja. Bei uns können Sie verschiedene Märkte einsteigen, wie Kryptowährung, Forex, Rohstoffe, Aktien, Indizien, Öl, Gas und so weiter. Wir sind ein lizenzierter Unternehmer mit 12 Jahren international arbeiten. Sie haben die Möglichkeit, mit einem Finanzexperten zu arbeiten. Er hat 10 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Mit Ihnen wird die Arbeit einfach machen. Haben Sie verstanden bis jetzt? Nee. Was verstehen Sie nicht? Ihre Aussprache. Nochmal, mache ich das langsam, okay? Ja. Bei uns können Sie verschiedene Märkte einsteigen, wie Kryptowährung, Rohstoffen, Aktien, Indizien, Öl, Gas und so weiter. Wir sind ein lizenzierter Unternehmer mit 12 Jahren international arbeiten. Sie haben die Möglichkeit, mit einem Finanzexperten zu arbeiten. Er hat 10 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Mit Ihnen es wird die Arbeit einfach machen. Als neuer Kunde bei uns bekommen Sie natürlich auch einen kleinen Bonus als Unterstützung. Sie können Ihren Account aktivieren ab 250 Euro, das kleinste Betrag. Falls Sie mit 500 Euro einsteigen, dann kriegen Sie von unserer Seite 250 Euro. Und Sie starten Ihren Account mit 750 Euro. Das ist eine Option, die Sie profitieren können, aber das entscheiden Sie sich selber. Haben Sie mir jetzt bis jetzt verstanden? Mhm. Okay.
Wir haben gemeinsam Interesse. Wenn Sie Geld verdienen, wir gewinnen auch die Kommission, nicht von Ihrem Geld oder Profit. Wir gewinnen ungefähr 3-5%, deswegen funktioniert dieses Geschäft schon lange Zeit. Wir wollen mit dem Kunden langfristig handeln, da liegt unser Interesse. Sagen Sie mir, wie finden Sie das? Finden Sie das gut? Entzückend. Okay. Sie haben da die Möglichkeit auch, Sie investieren 250 Euro. Sie kriegen von unserer Seite 100 Euro und Sie testen uns. Am Ende des Monats, wenn Sie zufrieden mit dem Ergebnis sind, Sie können das weitermachen. Wenn Sie nicht zufrieden mit dem Ergebnis sind, Sie können Ihr Geld zurücknehmen. Das ist gar kein Problem. Verstehen Sie? So läuft das. Wie finden Sie? Ja, entzückend. Finden Sie das gut? Haben Sie noch welche Frage oder? Nee, haben Sie gut vorgelesen. Was habe ich vorgelesen? Nur den Text. Nein, habe ich nicht. Nee? Erstmal, haben Sie Interesse über Online-Trading? Haben Sie, oder? Okay. Wollen Sie investieren? Womit? Ja. Und jetzt? Ich habe Ihnen gefragt, wollen Sie investieren? Und womit? Antworten Sie nicht. Wie bitte? Aha. Wie bitte? Ja, womit denn? Ich habe Ihnen nicht gehört. Nochmal? Was habe ich denn davon? Können Sie bitte ein bisschen lauter sprechen, weil ich verstehe Ihnen ganz schlecht. Nee, lauter geht nicht. Was haben Sie gesagt? Nochmal. Hab ich vergessen. Herr Felix, ich habe Ihnen etwas gesagt. Wollen Sie ja oder nein? Ist einfach. Wollen Sie investieren, ja oder nein? Machen Sie so Spiele mit mir, okay? Nee, spielt man nicht mit Betrügern? Nee, ich dachte, ich verplemper ein bisschen deine Zeit. Wer ist Betrüger? Was sagen Sie, wenn Sie haben keine Informationen und Sie wissen nicht, wie das geht und Sie sagen, Sie sind Betrüger? Was? Ich habe einmal. Was? Einmal? Ich habe eine Frage. Wollen Sie investieren, ja oder nein? Ist ganz einfach. Bei Betrügern jetzt, oder wie? Ich habe Ihnen alles gesagt. Wenn Sie wollen, ich kann Ihnen auch unsere Lizenznummer, unsere Firma zeigen, wenn Sie wollen, okay? Sagen nicht, Sie sind Betrüger. Wenn Sie wollen, ich kann Ihnen alles zeigen, okay? Ich bin hier nicht zum Betrügen, okay? Ich mache meine Arbeit. Aha, ich habe Ihnen gesagt auch, wenn Sie Geld verdienen, wir gewinnen auch. So läuft das. Ja. Wenn ja, dann sprechen Sie gut, okay? Und ich verliere nicht meine Zeit. Nein, und ich verliere nicht meine Zeit mit Ihnen, okay? Ich habe Ihnen nur eine Frage gemacht. Wollen Sie investieren, ja oder nein? Ja oder nein? Dann fick deinen Mut. Ganz genau, dann Geschlechtsverkehr mit der Mutter, wie immer. Tja, da wissen wir doch ganz genau, dass wir da definitiv zu Recht nicht investiert haben. Ich find's immer wieder lustig. Die versuchen irgendwie seriös zu klingen, erzählen, dass sie kein Betrüger sind und dann kommt sowas zum Ende des Gesprächs. Ich weiß es nicht. Also, ein normales Finanzunternehmen würde so, glaube ich, nicht mit euch sprechen. Mal ganz davon abgesehen ist dieser Anruf ja schon illegal beim Klingeln des Telefons. Denn eine Werbeerlaubnis hat es hier nie gegeben. Ich habe mich lediglich auf einer Werbewebseite eingetragen. Dort gibt man seinen Vornamen ein, seinen Nachnamen, seine Telefonnummer und die E-Mail-Adresse. Das war's. Da ist keine Abfrage, ob ihr angerufen werden wollt und da ist auch keine Information, dass ihr angerufen werdet. Es ist einfach nur absolut komisch und wahnsinnig. Die rufen direkt an, wenn man sich dort eingetragen hat. Und wenn man sich einmal eingetragen hat und man hat dort schon mal nicht investiert, dann verkaufen die Daten trotzdem einfach weiter ans nächste Unternehmen. Oder verschenken die, ich weiß es nicht. Oftmals sind es ja auch vielleicht dieselben Leute für andere Firmen im gleichen Callcenter, die ändern ja ihre Namen wie die Unterwäsche. Es ist komisch. Absolut Wahnsinn. Und das funktioniert. Die rufen einfach auf Masse so viele Telefonnummern an, wie sie kriegen können und irgendjemand wird darauf anspringen. Das Problem ist, ihr habt es ja selbst gehört, wenn man es hier herausfordert und nicht exakt mitspielt, wie die Betrüger sich das vorstellen, dann werden sie direkt ausfallend und beenden dann das Gespräch. Tja,
So läuft's halt auf dem betrügerischen Finanzmarkt. Schaut übrigens auch gerne mal auf TikTok vorbei. Dort findet ihr mich unter dem gleichen Namen, also Callcenter Abzocke. Den Link findet ihr auch direkt unten in der Videobeschreibung oder hier auf YouTube im Kanalprofil. Dort gibt's hin und wieder auch mal ein paar kleine andere Infos zu anderen Betrugsmaschen. Ich geh da dran. Jetzt höre ich was. Wie kann ich denn helfen? Ja, mein Name ist Anton Plasenta und ich melde mich vom Prime Market. Hätten Sie kurz Zeit, dass ich Ihnen ein paar Informationen mitzuteilen? Was ist das? Bitte? Was ist das? Das ist eine Forex-Company, was zum Beispiel mit Kryptowährungen, Gold, Wasserstoffe, Öl... Oho, was habe ich denn damit zu tun? Ja, weil ich sehe, dass Sie eine Anmeldung gemacht haben, glaube ich, vor ein paar Monaten. Und dann deswegen habe ich Sie angerufen, um mir zu erklären, was... Nach ein paar Monaten. Ja, das heißt ein paar Monate. Das heißt, dass bei mir steht da 25.06. ist das Mal, wo Sie bei uns angemeldet sind. Mhm. Oder bin ich falsch, oder? Keine Ahnung. Ja, aber normalerweise, wie das aussieht, das steht sehr gut momentan im Forex. Mhm. Wissen Sie, was momentan eine Bitcoin kostet? Haben Sie Erfahrung? Mhm. Also die den Kanal hier schon etwas länger verfolgen, die wissen ja, dass die Videos hier vorproduziert sind. Also demzufolge auch die Telefonate. Und somit sind die Telefonate, bis sie denn endlich online kommen, schon ein bisschen älter teilweise. Einerseits ist das ganz gut, weil es die Firmen dann oftmals nicht mehr gibt und niemand mehr darauf reinfallen kann, auf diesen Firmennamen. Andererseits kann man damit dann auch perfekt vergleichen, wie sich der Bitcoin dann wirklich entwickelt hat. Denn diese netten Blitzbirnen hier erzählen mir jetzt hier schon wieder, dass ich mit Bitcoin quasi reich werden kann und dass das gerade richtig super ist, in den Bitcoin zu investieren, weil der gerade so schön tief ist. Zum Zeitpunkt des Telefonats war der Bitcoin schon quasi abgekackt. Der Bitcoin stand ja zwischenzeitlich mal bei über 60.000 Euro. Zum Zeitpunkt des Telefonats waren wir bei 30.000 Euro. Das heißt, der hat schon die Hälfte des Werts verloren. Und jetzt erzählt er mir, jetzt ist genau die richtige Zeit, in Bitcoin zu investieren, weil ich dann angeblich reich werde. Hätte ich jetzt in Bitcoin investiert, hätte ich quasi 10.000 Euro verloren. Denn der Bitcoin, der ist schon wieder um 10.000 Euro gefallen. Also kann ich jetzt quasi rückwirkend sagen, alles, was die da erzählt haben, ist absoluter Bullshit. Ich meine, das weiß ich ja auch so, ohne dass ich da nachgucken müsste, aber der Bitcoin ist stetig im Wert gefallen. Auch wenn der Bitcoin mal extrem hoch von der Währung war, also vom Wert der Währung. Mittlerweile hat sich das Blatt gedreht. Ich meine, zum Zeitpunkt, wenn ihr das Video anhört, kann sich das alles wieder geändert haben. Aber jetzt, zum Stand heute, sind wir bei unter 20.000 Euro. Es ist schon ziemlich wahnsinnig. Die erzählen einem, dass man damit reich werden kann. Und wenn man sich jetzt im Nachhinein das Gespräch nochmal anhört, dann hat sich das Blatt ja komplett gewendet. Nix ist da gestiegen. Der Bitcoin ist eigentlich fast permanent nur gesunken. Tja, Wahnsinn. 21.000 Euro, und wie die Experten gesagt haben heute früh, das wird bis 50.000 Euro Steigerung haben dieses Jahr. Und woher wissen das die Experten? Das ist ihre Arbeit so. Deswegen müssen die, wenn sie nicht das kennen, wer soll das anderes kennen? Und das ist sehr interessant. Tja, also wie gesagt, in der gesamten Zwischenzeit ist der Bitcoin definitiv nicht auf 50.000 Euro gestiegen. Denn der hier verspricht mir ja bis zu 30.000 Euro Rendite, wenn ich jetzt einen Bitcoin gekauft hätte. Ja, aber dass ich da nur Verluste mitgemacht hätte, das hat er irgendwie, weiß ich nicht. Ich meine gut, grundsätzlich, wenn ihr da in diese Firmen investiert, investiert ihr ja nicht wirklich in den Bitcoin. Das muss man ja nochmal dazu sagen. Ihr investiert nur euer Geld auf das Konto des Betrügers. Der wird damit reicher, nicht ihr. Denn ihr bekommt höchstens ein Demokonto, also ein Konto, wo man euch vorgaukelt, dass ihr eingezahlt habt. Da kann man, also wenn ihr 250 Euro überwiesen habt, dann können die da einfach 250 Euro Demogeld implementieren in euer Konto. Und ihr denkt, ihr handelt mit echtem Geld. Dabei ist das eigentlich alles nur ein Fake.
Meistens läuft das Ganze aber so, dass die Firma danach einfach offline ist und man die nie wieder erreichen kann. Denn die Telefonnummer funktioniert nicht, die E-Mail-Adressen können sie einfach ignorieren oder abschalten und die Webseite ebenso einfach abschalten. Und damit hat sich das Ganze erledigt. Ihr kommt definitiv, wenn ihr da Geld überwiesen habt, nie wieder an euer Geld ran. Aber selbst wenn man jetzt in einen echten Bitcoin investiert hätte, hätte man hier verloren. Tja. Daran sieht man, dass das alles nur Blabla ist und die eigentlich überhaupt gar keine Ahnung vom Handelsmarkt haben. Also arbeiten bei Ihnen Hellseher? Nein, nicht Hellseher. Das sind Experten, dass die in diese, die fassen nur mit der ganzen Zeit in Internet. Schauen, was passiert morgen, was passiert übermorgen. Und das ist was Gutes für einen. Ach so. Und dann zum Beispiel, die Gold vor 4 Tagen war, war 19.000 und jetzt ist 21.000. 2.000 Euro vor 3 Tagen gestiegen. Das sollten die Experten wissen, wie das läuft. Und wenn sie gerne müssen zu probieren, können sie mit einem kleinen Ansatz zu probieren. 2 Wochen haben sie Zeit, das zu schauen. Wenn Ihnen gefällt, gut, wenn Ihnen, können Sie Ihr Geld wieder zurücknehmen. Das glaube ich nicht. Wieso? Ja, weil das mit dem Geld zurücknehmen nicht funktioniert. Ja, bei uns funktioniert das. Ich habe auch gehört von den anderen Leuten, dass die gesagt haben, dass die kein Geld gekriegt haben. Aber bei uns kann man erstmal schauen, die Seite, unsere Lizenz und alles. Ja. Wenn Sie vor dem Computer sind, kann ich Ihnen zeigen. Ja, dann gucken wir da mal. Bitte? Ja, dann gucken wir da mal. Ja, das ist nett. Mhm. Okay, wo sind Sie jetzt? Sind Sie beim Google? Beim was? Nee, ich bin im Schlafzimmer. Ja, meine ich, vor dem Computer. Achso, da kann ich hingehen, ja. Ja, deswegen sage ich, gehe zum Google. Aber bei Google kann man ja nicht gehen. Das ist ein bisschen weit aus Kalifornien. Nein, dass ich unsere Seite zeige, kann man das... Sie können bestimmt ein Programm haben, das heißt AnyDesk. Hab ich nicht. Ja, das kann man schon leicht zusammen machen. Also auch so ein Betrügermasche. Nein, das ist kein Betrügermasche. Warum denken Sie alles auf die Betrügermasche? Das verstehe ich nicht. Naja, weil wenn man da mit AnyDesk rumfummeln will. Nein, ich wollte Sie nur zeigen erstmal und dann können Sie wieder das AnyDesk. Das ist ja unseriös. Ich sagte Ihnen, wenn Sie gerne müssten, das AnyDesk, wäre das leichter für mich und für Sie. Wenn Sie nicht müssten, das ist kein Problem, gehen Sie einfach zum Google. Der Betrug mit AnyDesk leichter. Ach so, das ist Betrug. Nein, das ist kein Betrug. Okay. Aber Sie gehen zum Google, dann wenn Sie sagen, das ist Betrug, dann lassen wir es so. Aber gehen Sie zum Google und ich buchstabiere. Ja, aber bei Google, da muss ich ja erst nach Kalifornien fahren, das dauert eine Weile. Ah, okay. Haben Sie ein Handy dabei? Mit dem Handy kann man doch nicht bei Google. Okay, dann ich rufe Ihnen später nochmal, okay? Ach so, na dann. Okay, ich habe keine Zeit, deswegen. Ach so, und warum rufen Sie dann an? Ich habe Termine, darum es geht. So, und da haben Sie dann nur 5 Minuten Zeit. Ja, das Problem ist, ich habe einen Termin genau jetzt um 11:30 Uhr, deswegen. So, aber da ruft man doch denn vorher nicht noch Leute an, wenn man einen Termin hat, dann bereitet man sich doch auf den Termin um 11.30 Uhr vor. Das haben Sie recht, aber ich habe gedacht, dass Sie mit Ihnen, weil Sie kein Computer haben, kein Handy, das soll ich so nicht machen. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich keinen Computer habe. Ich habe nur gesagt, dass Kalifornien ein bisschen weit weg ist, um zu Google zu gehen. Warten Sie einen Moment, bitte. Mhm. Warten Sie einen Moment. Kann ich Ihnen in einer halben Stunde anrufen? So, kann man ja mal probieren. Sehen wir dann, ob ich rangehe oder nicht. Ich bedanke Ihnen, das ist eine nette Antwort von Ihnen. Kann ich Ihnen, mein Name ist Antonio, okay? Okay, dann bis später. Tüdelü. Tja. Da wollten sie schon wieder mit AnyDesk mal kurz auf den Computer vorbeigucken, um dann noch ein bisschen Datendiebstahl zu begehen. Tja. Also ich kann euch immer nur wieder warnen, Finger weg von AnyDesk,
TeamViewer, VNC und was es da sonst noch so alles für Remote-Desktop-Software gibt. Also Software, die ihr euch auf eurem Computer installieren könnt, damit andere sich aus der Ferne euren Bildschirm angucken können und euren Computer steuern können. Wenn ihr davon keine Ahnung habt, sollte man definitiv die Finger davon lassen. Ich meine, wenn ihr jetzt selbst bei, keine Ahnung, ein Computerproblem habt und ihr ruft bei einer legitimen, echten Computerwartungsfirma an, die euch helfen kann, das ist dann was ganz anderes. Da vertraut man sich gegenseitig, man kennt sich vielleicht, auch wenn die Familie vielleicht bei euch auf dem Computer helfen möchte, um irgendein Problem zu beseitigen. Aber nicht bei Fremden. Und schon gar nicht bei irgendeiner Bank, denn eine Bank hat überhaupt nichts auf eurem PC zu Hause zu suchen. Der Computer ist das Persönlichste, was ihr so besitzen könnt, neben dem Handy, was ihr habt. Denn da sind all eure wichtigen Dinge drauf. Und da sollen definitiv garantiert nicht irgendwelche Betrüger dran rumfummeln. Denn das Problem mit AnyDesk ist, wenn man keine Ahnung hat und man lädt sich das Programm einfach nur runter, dann hat die Gegenseite erstmal fast vollen Zugriff auf euren Computer. Die können sogar euren Bildschirm abschalten und sagen, das wäre zum Beispiel ganz kurz mal normal, weil so irgendwas machen oder keine Ahnung, da wird man sich schon eine Geschichte zu ausdenken. Wenn man aber einmal bei AnyDesk bei euch drauf war, dann besteht die Möglichkeit, dass man sich auch später unbemerkt immer wieder auf euren Computer schalten kann, sofern die ein Programm bei euch installieren. Und es geht ziemlich schnell. Da braucht man nur eine Datei rüberladen und kurz die Datei eben öffnen und schon ist ein Virus oder eine Malware bei euch auf dem Computer installiert. Und um sowas zu vermeiden, sollte man grundsätzlich die Finger davon lassen, außer es hat einen wirklichen triftigen Grund, warum ihr eben eine Fernwartungssoftware benötigt. Aber für Bankgeschäfte braucht ihr sowas definitiv auf keinen Fall. Ein Gespräch habe ich euch noch mitgebracht. Ja, Gitta Murphy ist mein Name. Murphy. Ja, Herr Murphy. Murphy, mhm. Jawohl. Spreche ich mit Herr Leon Spritzschlupfer, ja? Spritzschlupfer, ja. Sehr gut. Herr Spritzschlupfer, ich kontaktiere Sie von der Europäischen Haupthandelszentrale. Sie haben bei uns Ihre Daten eingegeben, damit Sie Ihre Interesse geäußert haben. Ist das korrekt, ja? Nee. Und was meinen Sie unter Ne? Ja, das, was ich gesagt habe. Also, wenn ich sage, dass Sie eingegeben haben, das war nicht die echte Frage. Also, hier ist eingegeben, die Daten. Aha. Und Registration ist, ja, unbedingt gemacht. Und nee. Meine Frage, nicht, nein, das ist gemacht, das ist mit Ihrem Computer bestätigt. Ich kann jetzt gerade Ihre Computersadresse auch ganz direkt diktieren. Ja, dann sagen Sie wovon? Wovon ist das? Okay, das ist 01. Mhm. 0. 0. Ja. Aber da, 3. Sie wissen aber, dass das IP-Adressen schon... IP-Adresse, ja. Dass Sie aber auch Punkte dazwischen haben, ja? Das wissen Sie, ja? Ja. Ja, ja. Das habe ich gesagt. 0, 1, Punkt, 10. Nee, stimmt schon gar nicht. Fängt gar nicht mit 0, 1 an. Das fängt so bei uns. Nee, ist aber ganz falsch. Genau. Das ist Ihre E-Mail-Adresse, leon.spritzschlupfer@gmail.com. Nee, das ist falsch. Nein, das ist korrekt. Haben Sie nicht das selbst eingegeben? Nö, hab Sie haben das selbst eingegeben. Wieso ist das nicht korrekt? Woher wissen Sie denn, dass ich das selbst eingegeben habe? Weil das ist, hier ist geschrieben die IP-Adresse, hier ist geschrieben Ihre Name, ja, aber die ist ja schon das falsch, ist Ihre eigene Nummer. Das ist Ihre eigene Nummer, das ist Ihre eigene E-Mail-Adresse. Das ist aber falsch. Und Sie haben mit... Die E-Mail-Adresse und die IP ist falsch. Warum ist das? Okay, konnten Sie das mir sagen? Was für eine Idee hat diese Anrufe, die Sie bekommen haben? Warum bekommen Sie unterschiedliche Anrufe? Konnten Sie das mir sagen? Na, da haben wir ja wirklich eine ganz helle Blitzbirne an der Leitung. Der fragt mich, ob das richtig ist, dass ich mich da angemeldet habe. Ich verneine das Ganze und er sagt, doch, ich habe mich da definitiv angemeldet. Na, wozu fragt denn der mich denn? Also, das ergibt ja überhaupt gar keinen Sinn. Der fragt mich, ob das stimmt und ich sage nein und er sagt doch.
Ist ja krass. Mal ganz davon abgesehen, die IP-Adresse, die er da vorgelesen hat, die ist tatsächlich sogar wirklich auch noch falsch. Also dadurch, dass ich ja einen VPN-Tunnel benutze, um mich bei diesen Webseiten zu registrieren, also nicht über meinen eigenen Internetanschluss dort reingehe auf diese Webseite, sondern mit einer verschleierten IP mich dort anmelde, weiß ich auch genau, welche IP dort angezeigt wird. Es ist immer die gleiche. Ich könnte sie auch ändern, aber es ist meistens die gleiche. So, und nun weiß ich aber, dass ich mit welcher IP-Adresse ich mich dort bei denen eingeloggt habe. Und er liest mir was völlig Falsches vor. Tja, also ist das auch noch falsch. Zugegebenermaßen, die E-Mail-Adresse, die ist schon von mir, die habe ich so eingegeben, das ist richtig, sie existiert aber auch wirklich nicht. Mal ganz davon abgesehen. Hier wollte ich eigentlich darauf abzielen, um eben den Betrüger dafür zu sensibilisieren, dass eben nicht ich derjenige bin, der sich da eingetragen hat und jeder meine Daten dort eintragen kann. Und das heißt, wenn ihr meine Daten jetzt wisst, könnt ihr mich dort einfach auf diesen Webseiten eintragen, ohne dass ich das verhindern kann. Das heißt, ihr könnt mich tausendfach irgendwo anmelden. Oder ihr könntet zum Beispiel eure Nachbarn tausendfach anmelden. Und die rufen dann einfach an und behaupten beim Nachbarn, dass er sich selbst eingetragen hätte. Was ja definitiv nicht der Fall ist. Es ist schon absolut wahnsinnig. Und die halten sich für seriös. Vor allem, was ergibt denn das für einen Sinn, dass er jetzt noch mit mir diskutiert? Wenn ich ihm sage, nee, ich habe mich nicht angemeldet, ja, dann bedeutet das wohl, ich habe kein Interesse an dem Krempel, den er mir da verkaufen will. Wozu verplempert er jetzt eigentlich noch seine Zeit? Schon irgendwie spannend. Weil sie Betrüger sind wahrscheinlich. Und was für ein logische Verbindung hat diese zwei Meinung? Na, dass sie Geld verdienen wollen, das ist die logische Verbindung. Nein, ich meine das nicht. Ja, das ist doch klar, ich Geld verdienen wollen, aber konntest du es mir sagen? Warum haben wir Ihre Nummer, Ihre E-Mail-Adresse? Weil Sie die Daten verkauft haben. Vielleicht haben Sie eine Werbung gesehen und da haben Sie sich geoutet. Das ist nicht? Richtig, das ist falsch. Das ist falsch. Okay, alles klar. Konnten Sie das mir sagen? Woher haben Sie Informationen, das kann nicht Betrüger sein? Naja, Sie rufen ja hier einfach an, ohne die Daten richtig zu prüfen. Aha, und? Ja, nix und. Das reicht nur für Betrug. Vielleicht andere Companies, die offiziell arbeiten, hat ihre Daten, falsch. Aber sie haben beim Eingeben etwas Fehler gemacht. Nee, bestimmt nicht. Das kann doch Wahrheit sein, ja? Nee, ist falsch. Es ist falsch. Okay, ja. Zum Beispiel, sagen Sie es mir, wenn Sie bekommen einen Anruf in Deutschland über Finanzbereich, ja, ist das legitim? Nee, also wenn man vorher das nicht erlaubt hat, ist das nicht legitim, richtig. Das ist nicht legitim. Okay, und konnten Sie das mir sagen, gibt es in Deutschland unterschiedliche Unternehmen oder so, das nicht berücksichtigen? Zum Beispiel Sie trotzdem anrufen oder so? Ist das Beispiel. Das ist falsch. Nee, das ist ja richtig. Und konnten Sie das mir sagen, was machen Sie zum Beispiel, wenn ich bin in Deutschland und ich habe unterschiedliche Anrufe, ja? Und wie Sie gesagt haben, das ist nicht erlaubt. Von der Regierung, von Regeln, ja? Ist das korrekt? Das ist verboten, richtig. Das ist verboten. Und was macht man dagegen? Was machen Sie dagegen? Zum Beispiel, wenn Sie... Ja, was soll man dagegen machen? Sie rufen mit einer gespooften Telefonnummer aus dem Ausland an. Was soll man da machen? Und, okay, und falls diese Unternehmen ist von Deutschland und mit deutscher Nummer anruft... Dann was machen Sie? Ja, dann zeige ich das an. Anzeige machen Sie, ja? Ja. Okay, und dann was passiert? Ja, weiß ich doch nicht, was dann passiert. Das verrät man uns ja nicht. Nix wahrscheinlich. Aber die Anrufe ist also mehr oder nicht mehr? Was wollen Sie denn jetzt von mir? Sie rufen bei mir illegal an. Ja, und zum Beispiel in Deutschland, wenn andere Personen ruft, illegal, ja? Und Nummer ist von Deutschland, Unternehmen ist von Deutschland und Sie haben Anzeige gemacht dagegen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Okay, für dich. Jetzt hast du ja bestätigt. Na gucke, also er versucht sich hier tatsächlich rauszureden, dass er kein Betrüger ist und beleidigt dann auch noch zum Schluss.
Also es ist einfach nur unterirdisch. Hier musste ich tatsächlich ausnahmsweise selbst wieder das Telefonat beenden. Kommt hin und wieder auch mal vor, weil die rufen hier tatsächlich, wie schon mehrfach erwähnt, bis zu 40 Mal am Tag an. Und man hat ja nicht immer Zeit für so einen Krempel. Man muss ja auch mal irgendwas anderes in seinem Leben noch erledigen, als sich immer nur mit Betrügern zu unterhalten. Aber es ist einfach nur Wahnsinn. Ich sage, ich habe keine Zeit jetzt, ich lege jetzt auf und hat ja auch keinen Sinn mehr gemacht, das Gespräch. Und er beleidigt. Tja, schon Wahnsinn. Das sind die seriösen Telefonate von den Finanzbetrügern, die euch hier anrufen könnten, wenn ihr eure Daten einfach so irgendwo auf einer Werbewebseite im Internet hinterlassen habt. Von daher seid immer schön vorsichtig mit euren Daten und tragt eure Daten nicht einfach immer irgendwo ein. Denn sowas könnte dann die Konsequenz davon sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer mag, kann gerne den Kanal abonnieren, am besten mit Klingelglöckchen, denn dann gibt's auch immer eine kleine Information, wenn wir was Neues auf dem Kanal haben. Hier seht ihr jetzt noch eine Auswahl mit weiteren Videos auf dem Kanal. Klickt auch dort gern mal vorbei. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.